geht ab, Leute? Cool, dass ihr heute wieder dabei seid. Yo, yo, was geht? Alles fit? Was geht? Oder siehst heute voll cool aus. Yo, danke, das ist der typische Rapper-Drip, weißt du, was ich meine? Okay, okay, dann lass uns mal nicht so viel reden, sondern die Einleitung für die Spiele machen. Yo, ist okay, wenn ich das heute mache? Okay, mach. Ja? Ja. Wo ist denn? Einem? Yo, was geht, was geht? Alles fit? Na? Gibst du mir den Beat an? Na klar, immer doch. Alles klar. Bereit? Ich bin bereit. Okay, okay. Willst du eher langsam oder schnell? Ja, mach so mit den schnell bis Mitte. Bis in Mitte so, ne? Wie genau. Immer. Okay, okay. Let's okay. go. Okay, okay. Okay, okay, bereit? Bereit. Yeah. Okay. Kinderspiele, Kinderspiele, Kinderspiele. Ja, Kids, von diesen Spielen haben wir ganz schön viele. Kinderspiele, Kinderspiele, Kinderspiele. Ja, Kids, von diesen Spielen haben wir ganz schön viele. Mach gut mit, hört gut zu. Wenn du das tust, dann wirst du fit. Hör gut zu und mach gut mit. Und wenn du das tust, dann wirst du fit. Yay! Ey! Okay, let's go. Lass uns jetzt die Spiele beginnen. Hallo, jetzt wollen wir spielen. Heute geht es um Dreibeinlauf. Das bedeutet, ihr müsstet euch zu Hause einen Partner suchen. Entweder die Mama, den Papa, die Geschwister oder Freunde. Und dann flitzt mal schnell, holt euch einen Schal oder ein Seil. Und dann könnt ihr das rechte Bein von euch mit dem linken Bein eures Partners zusammenbinden. Und dann damit laufen. Vielleicht einmal um den Wohnzimmertisch. Oder um einen Stuhl. Mal gucken. Wir machen das hier folgendermaßen. Wir haben zwei Paare, die sind gerade noch dabei, die Beine zusammenzubinden. Das sind Martin und Joshua. Und auf der anderen Seite Marie und Ferjan. Wir sind bereit. Wir werden gewinnen. Wir haben die Sieger schon. Wir gewinnen. Na, wir wollen mal sehen, wie es geht. Wir haben eine kleine Startlinie. Und hier hinten, kommt mal mit, zwei Stühle, da werden die rumflitzen, mal sehen, wer gewinnt. Und Martin, Joshua, Martin, Joshua. Genau. Marie und Ferial, Marie und Ferial. Und mal sehen, wer bei euch zu Hause gewinnt. Hier geht es los. Seid ihr klar? Ja. Okay. Ich sag schon mal, auf die Plätze, fertig und los. Schnell. Oh, ein spannendes Rennen, ein spannendes Rennen. Oh, Martin und Joshua sind leicht vorne und überqueren die Spiellinie. Die erste Runde geht an Martin und Joshua. Nächste Runde gewinnen wir. Ihr habt noch eine Chance, wir spielen das gleiche nochmal. Jetzt erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Kinder, zu Hause könnt ihr euch überlegen, einer von euch macht einfach die Augen zu und der andere führt. Mal sehen, wer da gewinnt. Hier bin ich gespannt, wer macht die Augen zu? Ferial und Joshua. Klasse. Seid ihr startklar? Ja. Dann geht es jetzt los. Nicht schummeln, bitte. Und jetzt geht's los. Ich sag nochmal, auf die Plätze, fertig und los. Links, rechts, links, rechts. Oh, hier links, wird's ganz rechts, knapp, links, ganz knapp. Links. Sehr gut. Aber links. Joshua und Martin sind knapp vor die. Schnell. Marie und Ferial holen auf und. Ich hab's gar nicht richtig gesehen. Ich würde sagen, der zweite Lauf, habt ihr's gesehen? Das war ja so Martin, knapp. Joshua, Martin. Also Ferial und Marie haben auf jeden Fall super aufgeholt. Hier würde ich sagen, das letzte war unentschieden, aber das erste ging ganz klar an Martin und Joshua. Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Hauptsache, ihr hattet Spaß, die Möbel stehen noch und die Stühle stehen noch und jetzt geht's weiter hier mit Lobpreis. Viel Spaß! Hey Kinder, cool, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ja, echt. Wollen wir starten? Ja. Dann steht doch gerne mit uns auf und klatscht in die Hände.
hingehen, du bist immer an unserer Seite. Und darauf können wir uns verlassen. Amen. Amen. Ich weiß noch die Nacht, dass ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff das hier nicht mehr allein. Mehr allein. Ich halt mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt. Warum fühl ich mich, als wärst du nicht hier? Doch wenn ich mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer. Und meine Zukunft ist sicher bei dir. Yeah. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Das ist real life, vielleicht hab ich nicht mehr viel Zeit, in der ich noch hier bleib. Was ist das, was dann von mir bleibt? Vielleicht kommt nach diesem Leben erst das real life. Aber wer hält mich, wenn alles zerbricht? Wenn alle Träume sterben und mein Körper mich zerfrisst? Wenn am Ende alles anders kommt als gedacht, dann geb ich trotzdem nie auf. Du bringst mich durch die Nacht, danke Vater. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Und wenn ich dann meine Kräfte verliere, meine Kräfte verliere, war nicht umsonst, bin zu Hause bei dir, endlich bei dir. Egal was auf uns zukommt, weder hoch, weder tief, nein, wir haben keine Angst. Können uns sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, wir sind in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf uns zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Real life. Und jetzt können wir uns hinsetzen. Leute, könnt ihr mich nicht hören? Leute, wo geht ihr denn hin? Jetzt kommt doch mal wieder zurück, bleibt doch noch auf der Bühne, lasst uns noch ein bisschen Party machen, lasst uns noch ein bisschen Lobpreis machen. Auch bitte kommt. Hey Adam. Was machst du denn noch hier? Naja, ich mag es so gerne, Gott zu feiern, ja, mit ihm Spaß zu haben und ihm Lieder zu singen. Und mein Lobpreisteam geht einfach weg und ich wollte noch weitermachen. Ja, Adam, jetzt aber Zeit für die Geschichte. Ja, ich weiß, aber ich mache doch so gern Lobpreis. Aber weißt du was? Wir hören heute von David und der war auch richtig musikalisch. Der hat Harfe gespielt und hat auch richtig gern getanzt. Okay. Und weißt du was? Der hat auch ein Lied selber geschrieben und davon hören wir heute. Na gut, wenn das so ist, dann würde ich sagen, setzen wir uns jetzt hin und hören der spannenden Geschichte zu. Ja, das ist eine gute Idee. Wir haben in der letzten Zeit
die ganze Geschichte von David gehört, wie er noch klein war und als Hirte seine Schafe gehütet hat. Und ja, dann wurde er aber von Samuel zum König gesalbt und seitdem hat sich sein Leben verändert. Er hat den Riesen Goliath besiegt, er hat viele Kämpfe gewonnen. Dann musste er sich vor Saul in Acht nehmen, denn er wollte ihn umbringen. Aber dann ist David zum König geworden und er regierte viele Jahre lang. Und David war ein guter König, der Gott an die erste Stelle setzte und der auch Fehler zugeben konnte. Und ja, jetzt steht David am Ende seines Lebens. Und er wird bald seinen Thron an seinen Sohn Salomo übergeben. Und diese ganze Geschichte von David, die kennen wir, weil sie in der Bibel steht. Aber nicht nur die Lebensgeschichte von David steht dort, sondern auch seine Gebete und seine Lieder, die er geschrieben hat, die können wir dort lesen. Geschichten aus der Bibel. Davids Gebete. Das ist David. Heyo. David war der zweite König Israels. Yeah. Er war ein großartiger Krieger. Er liebte Gott von ganzem Herzen und er betete oft zu ihm. David schrieb viele Psalmen, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Es sind Gebete und Lieder für Gott. Bei vielen seiner Psalmen begann David zuerst, Gott zu danken und zu preisen. Er dankte Gott dafür, dass er seine Gebete erhörte, ihm den Sieg über seine Feinde gegeben hatte. Und er dankte auch Gott dafür, dass er ihn führte und immer den richtigen Weg zeigte. David dankte Gott dafür, dass er immer bei ihm war. Als David schon ein alter Mann war, dankte er Gott vor dem ganzen Volk Israel für alles, was er getan hatte. Er sagte zu den Menschen, lobt den Herrn, euren Gott. David sprach sein ganzes Leben lang mit Gott. Und dies ist einer der Gründe, warum Gott sagte, dies ist ein Mann nach meinem Herzen. Er tut alles, was ich von ihm verlange. Ja, David schrieb wirklich viele Lieder und eines davon, das ist der Psalm 23. David war früher ein Hirte und hütete Schafe und kannte sich damit sehr gut aus. Und in diesem Psalm vergleicht er Gott mit einem guten Hirten und wir sind die Schafe. Und diesen Psalm wollen wir uns heute mal zusammen anschauen. Ja, hier haben wir mal ein Schaf. Genau, das kleine Schaf. Und das kann nicht alleine überleben, das wissen wir, sondern es braucht eine Herde und noch viel wichtiger, einen Hirten. Und ja, dieser Hirte kümmert sich um seine Schafe. Er sorgt dafür, dass sie immer genug zu essen haben und zu trinken haben. Er findet die besten Wasserquellen für sie und sucht das saftigste Gras. Und er versorgt das Schaf mit allem, was es braucht. Es wird dem Schaf an nichts fehlen. Und das steht auch in den ersten Versen vom Psalm 23. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, dann könnt ihr zu Hause mitlesen. Genau. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser, er gibt mir Kraft. Ja, und so wie ein Hirte sein Schaf versorgt, so versorgt Gott auch uns. Und David hat das erlebt, dass ihm nichts gefehlt hat. Damals, als er noch auf dem Feld war und seine Schafe gehütet hat, war Gott bei ihm. Und zum Beispiel auch, als er auf der Flucht war und gar nicht wusste, wo er ja schlafen soll, was es zu essen geben sollte, da wusste er, Gott ist bei mir und er wird mir alles geben, was ich brauche. Und so ist das auch in unserem Leben. Gott ist auch bei dir und er möchte dir alles geben, was du benötigst. Essen und Trinken auf jeden Fall und noch so viel mehr. Gott hat etwas Gutes mit dir vor und er möchte wirklich, dass es dir an nichts fehlt. Dann lesen wir mal weiter am Psalm 23, was dort als nächsten Vers kommt. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Hier sehen wir wieder unser Schaf und das freut sich und sucht nach den leckersten Grashalmen. Aber auf einmal steht es an einer Klippe.
Doch zum Glück ist der Hirte da. Der Hirte kennt den Weg und zeigt dem Schaf, wo es lang geht. Und das Schaf kann dem Hirten vertrauen. So wie ein guter Hirte seine Schafe führt, so ist auch Gott bei uns. David hat das auch erlebt in seinem Leben. Wenn er vor wichtigen Entscheidungen stand, dann hat er zuerst Gott gefragt. Und Gott hat ihm geholfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Und gerade als König war das natürlich sehr wichtig. Er musste viele schwere Entscheidungen treffen und Gott hat ihm dabei geholfen. Vielleicht ist es auch bei dir so, vielleicht stehst du vor schweren Entscheidungen, auf welche Schule du gehen sollst, mit welchen Freunden du dich am besten treffen sollst. Manche Entscheidungen sind wirklich schwer. Und da können wir aber zu Gott kommen und ihm um Hilfe fragen. Denn Gott hat einen guten Plan für unseren Leben. Und er weiß auch, was die Zukunft bringen wird. Die können wir ja gar nicht sehen. Und deswegen können wir uns auf Gott verlassen. Jetzt lesen wir mal weiter. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Oh nein, da kommt ein Löwe und er greift das Schaf an. Und mein Schaf kriegst du nicht! Doch da ist der Hirte und er verteidigt das Schaf und der Löwe muss sich verziehen und das Schaf ist sicher. Ja, ein Hirte tut alles für seine Schafe und verteidigt es vor Angreifern wie Löwen. Und Gott möchte uns auch beschützen. David war oft in schweren Situationen. Ja, er stand dem Riesen Goliath gegenüber. Er musste vor Saul fliehen und er hat oft um sein Leben gefürchtet. Aber David hatte keine Angst. Auch wenn es wirklich ausweglos erschien, denn er wusste, Gott ist an meiner Seite. Gott hilft mir, Gott beschützt mich. Gott ist viel größer und stärker als ich. Deswegen hatte er keine Angst. Und das darfst auch du wissen, dass Gott bei dir ist. Gott ist größer als die Probleme, die du hast. Und deswegen darfst du ja Mut haben und darfst sicher sein, dass Gott dir helfen wird. Und jetzt lesen wir noch das Ende von dem Psalm 23. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Ja, auch wenn Löwen und Wölfe das Schaf angreifen wollen, ist es sicher beim Hirten. Der Hirte würde alles für sein Schaf geben. Er liebt es so sehr, dass er ja es mit seinem Leben verteidigen würde. Und das Schaf ist das ganze Leben lang sicher in der Nähe vom Hirten. David hat das auch erlebt, dass Gott ja immer bei ihm war sein ganzes Leben lang und dass er es wirklich gut mit ihm gemeint hat. David wurde so reich beschenkt, dass sogar seine Feinde das erkannt haben, dass da ja ein Segen dahinter steckt, dass Gott ihn wirklich geliebt hat. David wurde zum König gewählt und als Zeichen dafür wurde Öl auf sein Haupt, also auf seinen Kopf gegossen. Das war damals das Zeichen. Dieser Junge ist etwas Besonderes. Er wird einmal zum König werden. Gott hat ihn auserwählt. Und ja, mir ist sowas noch nie passiert. Dir wird das wahrscheinlich auch nicht passieren, dass jemand Öl über deinen Kopf gießt. Aber dieses Zeichen, das ist wirklich auch bei uns. Gott wählt uns aus. Er findet, dass wir etwas ganz Besonderes bist, dass du einzigartig und wunderbar geschaffen bist. Für ihn bist du genauso wertvoll wie ein König, wie eine Königin. Und er liebt dich über alles. Er würde alles für dich tun, dass es dir gut geht. Und dein ganzes Leben lang wird Gott es gut mit dir meinen und dich reich beschenken. Ja, David schaute zurück auf sein Leben und er war erfüllt mit Dankbarkeit. Er sah, dass Gott immer bei ihm war, dass er ihn versorgt hat, dass er ihn beschützt hat, dass er ihm den richtigen Weg gezeigt hat und dass er ihn wirklich lieb hatte. Und deswegen hat er diesen Psalm geschrieben und wir können ihn heute lesen.
Und wenn ich diesen Psalm lese, dann merke ich, dass David recht hat. Denn wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann weiß ich, Gott war wirklich auch immer bei mir und er hat einen guten Plan für mich. Ist das bei dir auch so? Du kannst ja mal überlegen, was Gott in der Vergangenheit für dich getan hat. Ich finde, dieser Psalm fasst das wirklich sehr gut zusammen und es ist ein sehr, sehr schöner Psalm und es lohnt sich auch, den vielleicht auswendig zu lernen, damit man den nie vergessen wird. Ich bin auch genauso dankbar für David, dass Gott immer bei mir ist und dass er es so gut mit mir meint. Und deswegen möchte ich ihm danken und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten und du kannst zu Hause gerne mitbeten. Danke Gott für die Geschichte von David. Danke, dass wir so viel von ihm lernen können. Danke, dass du ja auch bei mir bist, genauso wie du damals bei David warst. Danke, dass ich mich auf dich verlassen kann, dass du mich versorgst, dass du mir den richtigen Weg zeigen wirst, dass du mich beschützt und vor allem, dass du mich über alles liebst. Gott, bitte nimm alles weg, was mich noch von dir trennt. Ich möchte mit dir verbunden sein, Gott. Amen. Starkt, wenn du mitgebetet hast. Gott hat unser Gebet gehört. Er geht auch mit dir in die nächste Woche und er möchte dir Gutes schenken. Und ich freue mich darauf, dich hier nächsten Sonntag wieder an der Online-Kinderkirche zu sehen. Bis dann. Tschüss.